Servus Leute und ich begrüße euch zu einem neuen Gameplay Commentary hier auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich ein erstes Mal Modern Warfare 3 für euch und ich wollte euch einfach in diesem Gameplay Commentary einmal meine ersten Eindrücke vom Spiel schildern, was ich so denke. Und ja, ich denke mal, fangen wir mal an mit dem Gameplay. Es ist ein M4A1 Gameplay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Waffe wirklich so heißt. Wenn ja, ist schön. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Ja, hier ist man direkt gefailed. Es war mein insgesamt drittes Spiel, also entschuldigt bitte das Gameplay. Am Ende kassiere ich dann auch noch ein paar unnötige Deaths und wir verlieren. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal, dringend meine Meinung über Modern Warfare 3 loswerden. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal dieses Gameplay aus dem Kinomodus gegriffen und kommentiere es jetzt für euch. Ja, zu der Klasse kann ich nochmal sagen, dass die mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Die M4A1 kommt mir jetzt ein bisschen schwach vor. Könnt ihr mal in den Kommentaren da lassen, was bis jetzt so eure Lieblingswaffe ist. Also mit der komme ich eigentlich relativ klar, doch ich habe den Eindruck, dass sie ziemlich schwach ist. Oder also nicht so stark wie manche andere Waffe in diesem Spiel. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Es geht ja um die ersten Eindrücke vom Spiel. So, meine ersten Eindrücke waren so, ich habe heute Morgen, wollte ich erstmal das Spiel starten bei Steam, aber dann habe ich später erfahren, dass es erst um 8 verfügbar ist. So, dann kam ich von der Schule, wollte es direkt starten. War schon in der Schule so, oh ja, Modern Warfare 3, heute kommt es raus. Habe schon in meiner Subbox überall gesehen, hier Modern Warfare 3, hier Modern Warfare 3, da. Wollte es direkt hier jetzt zocken. Und dann musste erstmal Steam die Daten freischalten. Da dachte ich mir auch so, hä? Und dann habe ich eine halbe Stunde gewartet, dann war es bei 4%. Da dachte ich mir auch erstmal so, hä, was ist denn da jetzt los? Aber ja, dann ging es irgendwie doch und dann habe ich auch jetzt gleich, das ist gar nicht lange her, schon direkt angefangen Modern Warfare 3 zu zocken und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und bis jetzt wurde ich eigentlich noch keinmal von Assassin gekillt und bis jetzt hat mich eigentlich auch nicht viel aufgeregt. Was ich ziemlich geil finde, ist hier, dass auch das Gegnerhören wieder sehr, sehr gut funktioniert, genau wie in MW2 oder COD 4. Das hat mich sehr gefreut, denn dadurch kann man wirklich seine KD gut pushen und es ist einfach, ja, schön, kann man damit Taktik spielen, Gegner orten und da macht das Ganze Spaß. Ja. Und was mich jetzt vielleicht noch ein bisschen gestört hat, das habt ihr wahrscheinlich auch schon von anderen Kommentatoren gehört, ist das Spawn-System. Das Spawn-System ist nämlich nicht immer ganz gerecht. Manchmal hat man dann wieder solche Spawn-Fails, wie man sie aus Modern Warfare 2 kennt, zum Beispiel, dass man irgendwo gespawnt wird, direkt hinter einem Gegner und das ist dann einfach, das hat nichts mit Skill zu tun dann, sondern das ist einfach nur, ja, Luck dann, dass man hinter einem Gegner gespawnt wird und freut sich dann über einen Kill. Ob sie es extra so gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, warum ich den Typen hier nicht getroffen habe, weiß ich auch nicht. Es ist einfach ein neues Spiel und da muss man einfach reinkommen, egal ob man jetzt 10 Jahre Call of Duty Erfahrung hat oder 2. Ich finde einfach, wenn es ein komplett neues Spiel ist, es ist zwar Call of Duty, aber es ist trotzdem immer noch ein neues Game, man muss sich immer reinfinden. Zum Beispiel habe ich dann angefangen zu zocken, dann kamen plötzlich irgendwelche komischen Angriffsdrohnen angefahren. Ich hatte irgendwie ein LMS bekommen, hatte keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Also da muss man erstmal reinkommen. Ich denke mal zum Beispiel mit dem LMS kann man auch schöne Kills machen. Oder ja, auch mit der Angriffsdrohne kann man auch mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Aber ja, da muss man halt erstmal reinkommen, wie gesagt. Und ich finde es ja wirklich krass, wie viele Leute dieses Game schon zocken. Hier, zieht euch das mal rein, hier meine Steam-Freunde, es ist hier, jeder ist wirklich hier am MW3 zocken. Und ich werde auch jetzt demnächst mal den Spec-Ops-Modus ausprobieren. Da hat man ja gehört, dass es da richtig ein Rank-Up-System geben soll, soll Unlocks geben, alles mögliche. Und da werde ich wahrscheinlich auch nochmal reingucken und ich hatte auch schon angedacht, da einen Livestream zu machen. Könnt ihr mal sagen, was ihr von der Idee haltet. So, jetzt kriege ich hier nochmal ein paar unnötige Deaths rein. Werdet ihr gleich sehen. Hier gleich kommen wirklich ein paar, weil die Map... Ja, die Map erinnert mich irgendwie so ein bisschen an... Wie heißt sie? So Modern Warfare 2 Maps, so D-Rail, so eine Mischung aus D-Rail und Salvage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, sorry. Das ist es für mich so und ja, es sieht nicht so krass nach Modern Warfare 2 aus, wie ich dachte, finde ich jetzt. Könnt ihr ja auch mal schreiben, was ihr dazu denkt.
Aber bis jetzt macht es wirklich großen Spaß. Es läuft sehr flüssig, auch auf meinem PC. Ich finde vor allen Dingen gut, dass es einen Kinomodus gibt, denn am Anfang dachte ich, dass der nur über Call of Duty Elite läuft. Doch dann habe ich es selber nochmal mir alles angeguckt und dann rausgekriegt, dass es doch alles so glatt läuft, wie man sich das wünscht mit dem Kinomodus. Und das finde ich doch auch schon gut, denn ja, der PC ist auch insgesamt nicht so die beliebteste Konsole bei den Entwicklern da. Der wird ja immer gerne so ein bisschen vernachlässigt. Und ja, deswegen finde ich das gut, dass sie wenigstens den Kinomodus jetzt auch noch hier reingebracht haben. Ja, warum ich den nicht gekriegt habe, weiß ich auch nicht. Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Aber ja, ich kassiere jetzt hier noch mal ein paar doofe Deaths. Aber ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen in dieses Game reinfinden. Ich werde gleich noch mal ein paar gediegene Runden zocken. Und ja, dann denke ich mal, ja, ihr seid wahrscheinlich auch alle schon groß am MW3 suchten, habt Spaß. Und Leute, lasst uns einfach diese Zeit genießen, in der noch keiner irgendwie groß rumbitcht mit Assassin, mit Noobtube, was auch immer, was es alles geben wird, mit keiner hier die Ultra-Quickscopes reißt. Lasst es uns jetzt einfach genießen, denn jetzt ist es wirklich noch ein Call of Duty, ja, ein Call of Duty nach Wunsch, wie man es sich wünscht, so ein Traum. Und ja, lasst es uns einfach diese Zeit genießen, in der noch keiner so die Noob-Sachen entdeckt hat, in der wir noch nicht die Noob-Sachen entdeckt haben. Und ja, wie lange haben wir denn noch? Ja, jetzt kassiere ich hier noch mal ein paar doofe Devs, aber was ich auch noch ein bisschen komisch fand, war die Verbindung. Also, wie gesagt, es laggt wenig, aber es war schon komisch. Ich habe irgendwie fünfmal versucht, in irgendein Game also rein zu joinen und immer war irgendwie Timeout, irgendwas. Dann bin ich irgendwann bei einem Point gejoint und dann ging es auch irgendwann. Zu den Karten kann man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dass sie eigentlich ja ziemlich verwinkelt sind größtenteils. Nur, boah, weiß nicht, also ob das so das Beste ist. Aber bis jetzt gefallen mir die Karten eigentlich größtenteils gut. Ich finde diese China-Karte ganz gut, auch vom Setting und ja hier komischer Sniper. Ich kann mich hier nicht bewegen, hab dann hier Luck und hab mich dann selber durch das Barrel gekillt. Und ja, ich muss mich jetzt einfach noch mal ein bisschen reinfinden, was die Weapon Proficiencies angeht. Es gibt noch so viel in dem Spiel, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, was noch Spaß machen kann, was zacken kann. Und da müssen wir uns jetzt alle erstmal ein bisschen reinfinden. Aber bis jetzt, ja, bewegen wir uns da doch alle auf Neuland, können das Spiel genießen, denn jetzt ist es ja noch nicht so vernoobt, sag ich jetzt mal. Ich muss ihm jetzt hier einmal kurz sagen, dass ich gerade nicht kann. Sorry dafür. Lasst mal eure ersten Eindrücke von Modern Warfare 3 da. Würde mich echt mal interessieren. Und vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, was vielleicht relativ gut nuben könnte. Vielleicht habt ihr da ja schon so einen Gedanke. Würde mich mal interessieren, nur ich würde mich echt zu. Also ich halte mich jetzt wirklich zurück, was overpowered Sachen und so angeht, denn ja, es ist doch, war echt kacke, zum Beispiel in Black Ops, da durfte man fast als Kommentator nicht mehr die AKU benutzen, weil dann mal hart rumgeflammt wurde. Also das war doch schon wirklich krass. Und deswegen, ja, werde ich mich einfach zurückhalten. Werde nicht sofort sagen, ja, diese Waffe ist overpowered, diese nicht, denn das fördert ja eigentlich schon dieses mit overpowered sein. Guck mal, stell dich mal vor, ein großer Kommentator sagt, diese Waffe ist für Noobs so. Einer benutzt sie und wird sofort als Noob beleidigt, denn dann durch YouTube erreicht es viele Leute, dass diese Waffe jetzt für Noobs ist. Und das ist dann halt schon scheiße, weil dann viele wieder sagen und rumschreien, dass es eine Noob-Waffe ist. Ja, ich werde hier als letztes irgendwie gekillt von dem Typen hier. Weiß auch nicht, warum ich den nicht gekriegt habe. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like geben. Und ansonsten haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Servus, Leute. Und ich begrüße euch zu einem neuen Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich ein erstes Mal Modern Warfare 3 für euch. Und ich wollte euch einfach in diesem Gameplay-Commentary einmal meine ersten Eindrücke vom Spiel schildern, was ich so denke. Und ja, ich denke mal, fangen wir mal an mit dem Gameplay. Es ist ein M4A1 Gameplay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Waffe wirklich so heißt. Wenn ja, ist schön. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Ja, hier ist man direkt gefailt. Es war mein insgesamt drittes Spiel, also entschuldigt bitte das Gameplay. Am Ende kassiere ich dann auch noch ein paar unnötige Deaths und wir verlieren. Aber ich wollte jetzt einfach mal dringend meine Meinung über Modern Warfare 3 loswerden. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal dieses Gameplay aus dem Kinomodus gegriffen und kommentiere es jetzt für euch.
Ja, zu der Klasse kann ich nochmal sagen, dass die mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Die M4A1 kommt mir jetzt ein bisschen schwach vor. Könnt ihr mal in den Kommentaren dalassen, was bis jetzt so eure Lieblingswaffe ist. Also mit der komme ich eigentlich relativ gut klar, doch ich habe den Eindruck, dass sie ziemlich schwach ist. Oder also nicht so stark wie manche andere Waffe in diesem Spiel. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Es geht ja um die ersten Eindrücke vom Spiel. So, meine ersten Eindrücke waren so, ich habe heute Morgen wollte ich erstmal das Spiel starten bei Steam, aber dann habe ich später erfahren, dass es erst um 8 verfügbar ist. So, dann kam ich von der Schule, wollte es direkt starten. War schon in der Schule so, oh ja, Modern Warfare 3, heute kommt es raus, habe schon in meiner Subbox überall gesehen, hier, Modern Warfare 3 hier, Modern Warfare 3 da. Wollte es direkt hier jetzt zocken. Und dann musste erstmal Steam die Daten freischalten. Da dachte ich mir auch so, hä? Und dann habe ich eine halbe Stunde gewartet, dann war es bei 4%. Dann dachte ich mir auch erstmal so, hä, was ist denn da jetzt los? Aber ja, dann ging es irgendwie doch. Und dann habe ich auch jetzt gleich, das ist gar nicht lange her, schon direkt angefangen, Modern Warfare 3 zu zocken. Und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und bis jetzt wurde ich eigentlich noch keinmal von Assassin gekillt. Und bis jetzt hat mich eigentlich auch nicht viel aufgeregt. Was ich ziemlich geil finde, ist hier, dass auch das Gegnerhören wieder sehr, sehr gut funktioniert, genau wie in MW2 oder COD 4. Das hat mich sehr gefreut, denn dadurch kann man wirklich seine KD gut pushen und es ist einfach, ja, schön, kann man damit Taktik spielen, Gegner orten und da macht das Ganze Spaß. Und was mich jetzt vielleicht noch ein bisschen gestört hat, das habt ihr wahrscheinlich auch schon von anderen Kommentatoren gehört, ist das Spawn-System. Das Spawn-System ist nämlich nicht immer ganz gerecht. Manchmal hat man dann wieder solche Spawn-Fails, wie man sie aus Modern Warfare 2 kennt, zum Beispiel, dass man irgendwo gespawnt wird, direkt hinter einem Gegner. Und das ist dann einfach, das hat nichts mit Skill zu tun dann, sondern das ist einfach nur, ja, Luck dann, dass man hinter einem Gegner gespawnt wird und freut sich dann über einen Kill. Ob sie es extra so gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, warum ich den Typen hier nicht getroffen habe, weiß ich auch nicht. Es ist einfach ein neues Spiel und da muss man einfach reinkommen, egal ob man jetzt 10 Jahre Call of Duty Erfahrung hat oder 2. Ich finde einfach, wenn es ein komplett neues Spiel ist, es ist zwar Call of Duty, aber es ist trotzdem immer noch ein neues Game. Man muss sich immer reinfinden. Zum Beispiel habe ich dann angefangen zu zocken, dann kamen plötzlich irgendwelche komischen Angriffsdrohnen angefahren, ich hatte irgendwie ein LMS bekommen, hatte keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Also da muss man erstmal reinkommen. Ich denke mal, zum Beispiel mit dem LMS kann man auch schöne Kills machen. Oder ja, auch mit der Angriffsdrohne kann man auch mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Aber ja, da muss man halt erstmal reinkommen, wie gesagt. Und ich finde es ja wirklich krass, wie viele Leute dieses Game schon zocken. Hier, zieht euch das mal rein, hier meine Steam-Freunde, es ist hier, jeder ist wirklich hier am MW3 zocken. Und ich werde auch jetzt demnächst mal den Spec Ops-Modus ausprobieren. Da hat man ja gehört, dass es da richtig ein Rank-Up-System geben soll, soll Unlocks geben, alles Mögliche. Und da werde ich wahrscheinlich auch nochmal reingucken und ich hatte auch schon angedacht, da einen Livestream zu machen. Könnt ihr mal sagen, was ihr von der Idee haltet. So, jetzt kriege ich hier nochmal ein paar unnötige Deaths rein, werdet ihr gleich sehen. Hier gleich kommen wirklich ein paar, weil die Map erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, wie heißt sie? So Modern Warfare 2 Maps, so Derail, so eine Mischung aus Derail und Salvage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, sorry. Das ist es für mich so und ja, es sieht nicht so krass nach Modern Warfare 2 aus, wie ich dachte, finde ich jetzt. Könnt ihr ja auch mal schreiben, was ihr dazu denkt. Aber bis jetzt macht es wirklich großen Spaß. Es läuft sehr flüssig, auch auf meinem PC. Ich finde vor allen Dingen gut, dass es einen Kinomodus gibt, denn am Anfang dachte ich, dass der nur über Call of Duty Elite läuft. Doch dann habe ich es selber nochmal mir alles angeguckt und dann rausgekriegt, dass es doch alles so glatt läuft, wie man sich das wünscht mit dem Kinomodus. Und das finde ich doch auch schon gut, denn ja, der PC ist auch insgesamt nicht so die beliebteste Konsole bei den Entwicklern da. Der wird ja immer gerne so ein bisschen vernachlässigt. Und ja, deswegen finde ich das gut, dass sie wenigstens den Kinomodus jetzt auch noch hier reingebracht haben. Ja, warum ich den nicht gekriegt habe, weiß ich auch nicht. Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Aber ja, ich kassiere jetzt hier noch mal ein paar doofe Deaths. Aber ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen in dieses Game reinfinden. Ich werde gleich noch mal ein paar gediegene Runden zocken. Und ja,
dann denke ich mal, ja, ihr seid wahrscheinlich auch alle schon groß am MW3 suchten, habt Spaß. Und Leute, lasst uns einfach diese Zeit genießen, in der noch keiner irgendwie groß rumbitscht mit Assassin, mit Noobtube, was auch immer, was es alles geben wird, mit keiner hier die Ultra-Quickscopes reißt. Lasst es uns jetzt einfach genießen, denn jetzt ist es wirklich noch ein Call of Duty. Ja, ein Call of Duty nach Wunsch, wie man es sich wünscht, so ein Traum. Und ja, lasst es uns einfach diese Zeit genießen, in der noch keiner so die Noob-Sachen entdeckt hat, in der wir noch nicht die Noob-Sachen entdeckt haben. Und ja, wie lange haben wir denn noch? Ja, jetzt kassiere ich hier noch mal ein paar doofe Devs, aber was ich auch noch ein bisschen komisch fand, war die Verbindung. Also, wie gesagt, es laggt wenig, aber es war schon komisch. Ich habe irgendwie fünfmal versucht, in irgendein Game also rein zu joinen und immer war irgendwie Timeout, irgendwas. Dann bin ich irgendwann bei einem Point gejoint und dann ging es auch irgendwann. Zu den Karten kann man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass sie eigentlich ja ziemlich verwinkelt sind größtenteils. Nur boah, weiß nicht, also ob das so das Beste ist. Aber bis jetzt gefallen mir die Karten eigentlich größtenteils gut. Ich finde diese China-Karte ganz gut, auch vom Setting. Und ja, hier komischer Sniper, ich kann mich hier nicht bewegen. Hab dann hier Luck und hab mich dann selber durch das Barrel gekillt. Und ja, ich muss mich jetzt einfach nochmal ein bisschen reinfinden, was die Weapon Proficiencies angeht. Es gibt noch so viel in dem Spiel, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, was noch Spaß machen kann, was zacken kann. Und da müssen wir uns jetzt alle erstmal ein bisschen reinfinden, aber bis jetzt, ja, bewegen wir uns da doch alle auf Neuland, können das Spiel genießen, denn jetzt ist es ja noch nicht so vernoobt, sag ich jetzt mal. Ich muss ihm jetzt hier einmal kurz sagen, dass ich gerade nicht kann. Sorry dafür. Eure ersten Eindrücke von Modern Warfare 3 da. Würde mich echt mal interessieren. Und vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, was vielleicht relativ gut noben könnte. Vielleicht habt ihr da ja schon so einen Gedanke. Würde mich mal interessieren, nur ich würde mich echt zu. Also ich halte mich jetzt wirklich zurück, was overpowered Sachen und so angeht, denn ja, es ist doch. War echt kacke, zum Beispiel in Black Ops, da durfte man fast als Kommentator nicht mehr die AKU benutzen, weil dann mal hart rumgeflammt wurde. Also das war doch schon wirklich krass. Und deswegen, ja, werde ich mich einfach zurückhalten. Werde nicht sofort sagen, ja, diese Waffe ist overpowered, diese nicht, denn das fördert ja eigentlich schon dieses mit overpowered sein. Guck mal, stell dich mal vor, ein großer Kommentator sagt, diese Waffe ist für Noobs, so. Einer benutzt sie und wird sofort als Noob beleidigt, denn dann durch YouTube erreicht es viele Leute, dass diese Waffe jetzt für Noobs ist. Und das ist dann halt schon scheiße, weil dann viele wieder sagen und rumschreien, dass es eine Noob-Waffe ist. Ja, ich werde hier als letztes irgendwie gekillt von dem Typen hier. Weiß auch nicht, warum ich den nicht gekriegt habe. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like geben. Und ansonsten haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.